Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Ranglistenmodus. Ja, letztes Mal konnte ich den Champion kaum benutzen, weil ich nur Kacke hatte. Aber jetzt. Welcome to Nova. Neue Runde, neues Glück. Wir nehmen die Sakura-Blume. Sakura-Blume ist dabei. Pyro ist dabei. Ich habe übelst dicke Sachen. Aber richtig dicke Sachen habe ich hier. Nemo. Sakura Blum Start. Ein Klassiker. Sackfertsch. Hier drüben ebenfalls eine Sakura Blume. Nicht schlecht. Drei Elementare. Da geht es wohl dann auch mehr um den Flächenschaden. Den er später aufbauen möchte. Hier ist ein Growl. Ja, das ist immer schwierig, dann was zu schicken. Man muss ja bedenken, dass das einfach Flächenschaden mit dabei ist. Also muss man eine Maul schicken oder so. Oder irgendwelche dicken Einheiten wie auf der 6. Viel Leben, wenig Einheiten. Das macht schon Sinn. Oh, zwei Schnecken. Zwei Schnecken auf der 2 kriegt. Das könnte eng werden. Ja, doch nicht. Eine Turtle wäre vielleicht eng geworden. So, ich baue jetzt. Den Bazooka hin auf jeden Fall. Stimmt, ich habe noch den Champion Buff. Meine Fresse. Den hätte ich gleich mal drauf packen sollen. Okay, es hat natürlich nichts geschickt. Das heißt, die Blume schafft es locker. Den Bazooka mache ich dann nochmal zu Pyro später. Hier ist ein Sarg am Start. Okay. Für Wurzelqualle reicht es leider nicht. Das heißt, was haben wir denn überhaupt für Zauber? Okay. Das heißt, ich baue hier noch eins hin. Und fertig. Schon ein Tsunami hingestellt. Ja, ich werde wohl auf 6 schicken. Auf 5 könnte ich auch schon was schicken. Ja, da wird meine Blume down gehen bei der Brut. Also nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Aber ich habe genug andere Sachen. So, hier ist es aber so, wenn man wenig Einheiten stehen hat. Also ich rede hier von Frontline-Einheiten von der Welle, die kommen. So. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es abprallt. Und auf meine Backline geht. Ach du Scheiße. Mal sehen, ob es durchgeht. Ja, ging noch durch. Okay. Hat einen Vogel hingestellt. Okay. Das ist sehr schön. Sehr gut.
Oh, er hat einen Knochen. Er hat einen Skin. Der imperiale Knochenbrecher. Der ist auch durch. So. Das heißt, ich kann Worker bauen. Und kann jetzt diese Runde auch wieder schicken. Weil er dagegen abstinkt. Ich überlege noch, was ich schicke. Weiß jetzt noch nicht. Machen wir erstmal ein Zeus draus. Mein Aufprallschaden ist genug da. Ich könnte einfach noch so eine Kanone schicken für den Falken. Und schicke die Schnecke einfach noch mit. Dann besteht die höhere Chance, dass das an der kackigen Schnecke abprallt. Ja, den zweiten Fall gegengesetzt. Der wurde von der Kanone down geschossen. Sehr gut. Kanone kann jetzt weg. Sehr gut. Oh, überlebt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So soll das sein. Hat 5 sogar durchgelassen. Oh, hat 4 Akkane Verteidigung. Bin ich auch dafür. Die gehen beide 4 auf Flächenschaden. So, ich werde jetzt hier eine Wurzelqualle hinpacken. Oder 2. 2 Wurzelquallen, die sollten auf jeden Fall ausreichen für die nächsten beiden Wellen. Ja, mit der Blut natürlich sieht es immer schlecht aus. Die macht meine Blume immer weg. Solange es nur die Blut ist, die durchkommt, ist alles cool. Noch eine Wurzelqualle. Nee. Wir bauen hier mal noch ein paar Bazookas hin. Die machen es jetzt nächste Runde nicht ganz so viel. Aber für die Panzertierchen und für den Großvater auf jeden Fall kann ich die dann zum Zeus noch aufwerten. So, jetzt muss ich gucken. Okay, ich brauche auf jeden Fall Magieschaden für den Herrn da. Das heißt, ich schicke einen Mol rein. Hermit schicke ich rein und dann schicke ich wahrscheinlich noch diese Robos. 1 oder 2, je nachdem, wie es halt von der Knete her passt. So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel noch eine Yosora hinpacken. Robo schicke ich noch mit rein. Die Schnecke kriege ich vielleicht noch mit raus. Aber der kriegt auf jeden Fall, der wird ordentlich bedient. Jetzt gerade die Runde. Da gibt es auf die Fresse. Ich habe mir auch einen Mol geschickt. Ja, der magische Schaden ist jetzt nicht so stark mit dem Hermit. Aber Mol ist auf jeden Fall noch da. Das ist sehr gut. Hat Archer hingestellt für die Runde. Macht ja gar keinen Sinn.
So, die sind durch. Ich habe geblockt, sehr gut. Da kann ich 2 Worker holen auf jeden Fall. Wollte ich schon aufgeben. Der sieht für die auf jeden Fall nicht gut aus. Oh, da fehlen mir noch ein paar Piepen. Na dann. Schon mal 3 Zeus stehen. Ich komme meistens gar nicht dazu, das zu bauen, was ich eigentlich vorhab. Ich habe nicht mal einen Fürst des Todes hingestellt. Das ist eine Frechheit. So, Pyrrhus wollte ich hier noch hinbauen. Fürst des Todes vorne hin. Get den Gang hier rüber und dann noch ein paar Tanks holen. Aber das wird wohl nichts. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie magischen Schaden für die. Die sind nicht schlecht. Die sind... haben auch natürliche Verteidigung. Ah, die haben auch so schon verkackt. Aber der eine lebt ja noch ordentlich. Dabei haben wir gar nichts geschickt. Also zumindest noch nicht. Es gibt jetzt alles oder nichts hier. Ich werde das mal in Pyro aufwerten. Noch eine Wurzelqualle hin. So magischen Schaden hat er gar nicht. Lass wahrscheinlich einfach noch 3 Schnecken reinknallen. Oh, eine Brut. Ja. Ja, das ist wirklich gut. Die sind schnell down. Das war eine gute Entscheidung, diese Wichtel da zu schicken. Das war's. Ja, schnelle Runde. Perfekt, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier. Da habe ich Mini und Wabu gespielt. Guckt einfach mal rein. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.